Heute geht es um deine Schwächen. Also vielmehr um diese, die du in einem Vorstellungsgespräch auch nennen kannst. Auch wenn die Frage nach deinen Schwächen fies ist, wird sie häufig in solchen Gesprächen gestellt. Aber ich gebe dir jetzt in diesem Video alles mit, was du dazu wissen musst. Los geht's! Zuallererst, warum wird die Frage nach den Schwächen überhaupt gestellt? In erster Linie geht es den Personalern darum, zu erkennen, ob du dich selbst einschätzen kannst. Denn nur wenn du dir deiner Schwächen bewusst bist, kannst du auch an ihnen arbeiten. Weiterhin erkennen sie so, ob du eine ehrliche Person bist. Und natürlich wollen Personaler auch herausfinden, ob du tatsächlich eine Schwäche mitbringst, die für die Stelle hinderlich ist und dem Unternehmen mehr schaden könnte. Die Challenge besteht also darin, Schwächen zu nennen, die dem Betrieb und seinen Angestellten nicht schaden. Genau deswegen ist es wichtig, sich im Vorfeld Schwächen zurechtzulegen, die absolut nichts mit der ausgeschriebenen Tätigkeit zu tun haben. Entscheidend ist aber auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie du an diesen Schwächen künftig arbeiten möchtest oder es bereits tust. Sei dir bewusst, dass jeder Mensch Schwächen hat und zeige das auch im Vorstellungsgespräch. Schauen wir uns also nun mal an, wie du mit dieser Frage am besten umgehen kannst. Versetzen wir uns dafür mal in ein solches Vorstellungsgespräch. Bisher lief alles gut. Du hast eigentlich schon jetzt ein gutes Gefühl, doch dann das. Teilen Sie uns doch nochmal Ihre Schwächen mit. Wenn du an dieser Stelle in Panik ausbrichst und dir vor lauter Nervosität nur ein ich habe eigentlich keine Schwächen einfällt, dann können wir dir jetzt schon sagen, dass du gerade einen großen Stein in den Weg gestellt hast. Stattdessen solltest du dir diese Tipps zu Herzen nehmen. Sage niemals, dass du keine Schwächen hast. Bereite deine Antwort bereits im Vorfeld vor, sodass du unnötiges Stammeln und Stottern vermeidest. Ein ganz simpler Tipp, sei ehrlich. Nenne lediglich eine Schwäche, bereite dich jedoch am besten auf mindestens 3 Schwächen vor. Begründe aber auch, wie du an deiner Schwäche künftig arbeiten möchtest oder es bereits tust und gehe auf eine Schwäche ein, die für die ausgeschriebene Stelle nicht relevant ist. Ein Schornsteinfeger mit Höhenangst ist für den Job wohl eher untauglich. Neigt ihr aber dazu, einen eher chaotischen Schreibtisch zu haben, dürfte dies für den Beruf wohl eine eher untergeordnete Rolle spielen. Übrigens, sollte diese Frage zusammen mit der Nachfrage nach deinen Stärken auftreten, solltest du immer mit 3 bis 4 Stärken beginnen und erst dann deine Schwäche nennen. Zu dieser Frage haben wir auch schon ein Video in dieser Serie gemacht, schau da also gerne mal vorbei. So, jetzt schauen wir uns aber mal ein paar Beispielantworten an. Anfangend mit denen, die du auf gar keinen Fall im Vorstellungsgespräch nennen solltest. So, Herr Huber, jetzt erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Schwächen. Ja, also ich kann absolut nicht gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Geht wirklich gar nicht bei mir, aber alleine arbeite ich ganz gut. So, Herr Huber, erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Schwächen. Ja, also Schwächen habe ich eigentlich keine. Doch welche Schwächen kannst du nennen, ohne ein frühzeitiges Ende des Vorstellungsgesprächs zu befürchten? Hier sind 3 mögliche Beispiele. So, Herr Meier, jetzt haben wir einmal über Ihre Stärken gesprochen. Erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Schwächen. Ja, also ich spreche grundsätzlich nicht so gerne vor einer größeren Gruppe von Menschen, zum Beispiel bei Vorträgen oder Präsentationen. Wenn ich mich aber sehr gut darauf vorbereite, gibt mir das die nötige Sicherheit und Struktur, dass ich dann beim Vortrag trotzdem abliefern kann und dann meine Zuhörer auch überzeugen kann. So, Herr Huber, erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Schwächen. Ja, es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, meine Meinung in einer größeren Runde zu vertreten. Und deswegen überzeuge ich meine Kollegen ganz gerne vorher schon im Vier-Augen-Gespräch, um dann in der großen Runde den nötigen Rückhalt zu haben. Und dann ist das in der Regel auch kein Problem. So, Herr Huber, Sie haben mir was über Ihre Stärken erzählt. Jetzt möchte ich auch was zu Ihren Schwächen hören. Ja, ich bin manchmal ein bisschen detailverliebt. Und deswegen setze ich mir in der Regel aber auch für jeden Arbeitsschritt immer konkrete Deadlines. Und dadurch schaffe ich es in der Regel auch, in meinem Zeitplan zu bleiben. Und ja. Sie arbeiten sehr gut daran. Ich arbeite daran. Wichtig ist, deine Schwächen zu begründen und zu zeigen, dass du bereits eine Strategie hast, wie du sie erfolgreich bewerkstelligen kannst.
So kannst du deine vermeintlichen Schwächen direkt in Stärken umwandeln, ohne dabei arrogant zu klingen. Wenn du noch mehr Beispiele für mögliche Schwächen im Vorstellungsgespräch erfahren möchtest, empfehlen wir dir einen Blick in unsere Videobeschreibung. Dort haben wir eine Menge weiterer Schwächen aufgelistet, die du in deinem Vorstellungsgespräch ansprechen könntest. Wenn du dich vor deinem Vorstellungsgespräch auf diese Frage gut vorbereitest und vor allem ehrlich gemeinte Schwächen findest, dann wirst du Personaler auch an dieser Stelle von dir überzeugen. Falls du dir aber immer noch unsicher bist, welche Schwächen auf dich zutreffen, dann frage doch nochmal deine Familie oder Freunde, denn die kennen dich am besten und werden dir definitiv weiterhelfen können. Aber auch wir können dich noch weiter vorbereiten, und zwar mit unserem Vorstellungsgespräch Online-Testtrainer. So kannst du jederzeit bequem online üben und mit Sicherheit in dein Interview gehen. Ansonsten können wir dir auch noch die anderen Videos dieser Reihe empfehlen. Zum Beispiel das genaue Gegenstück zu diesem Video, Stärken im Vorstellungsgespräch. Oder du siehst dir am besten gleich die komplette Playlist zum Vorstellungsgespräch an. Gerne beantworten wir dir deine noch offenen Fragen in den Kommentaren. Falls dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei deinem Vorstellungsgespräch wünscht dir dein Plakos-Team.